Letzter Part von We Party You. Schnapp den Schummler. Das Spiel gab es auch schon in We Party irgendwie, aber wir haben es dann nicht freigeschaltet, hier schon. Also zocken wir es mal. Ein Spiel hat in diesen Minispielen einen geheimen Vorteil. Es liegt nun an den anderen Spielern herauszufinden, wer unter ihnen der Schummler ist. Ja gut, aber wenn man nur zu zweit spielt, oder kann es auch ein Computer sein? Ja, anscheinend. Okay, dann gucken wir uns das mal an. 3 Runden spielen, 5 Runden? Nö, 3. Ja. Schnapp den Schummler. Wenn noch Zeit übrig bleibt, dann malen wir noch ein bisschen. Das wird dann wieder lustig. Okay. Der Schummler. Erklärung. Willkommen, schnapp den Schummler. Ja, ihr braucht die Wii-Fernbedienung. In Schnapp den Schummler gilt es, unter allen Mitspielern den Schummler zu entlarven. Die anderen Spieler müssen herausfinden, wer der Schummler ist. Gelingt ihnen dies, können sie ihm Punkte stehlen. Wie fies. Liegen sie mit ihrer Vermutung jedoch falsch, gehen die Punkte direkt an den Schummler. Oh mein Gott, wie fieser. Dieses Spiel ist umso spannender, je mehr Spieler daran teilnehmen. Aus diesem Grund werden sich euch Anja und Massimo anschließen. CPU-Spieler können auch der Schummler sein. Behaltet sie deshalb ebenfalls gut im Auge. Möge der beste Spieler gewinnen. Oh, der Junge da, das ist voll so der komische Playerboy. Schau ihn an. Das Aufreißerschwein, oder? Ja, Massimo, Italiener. Ja, ich hab auch an Italiener gedacht eigentlich. Aber ich will jetzt halt keine Vorurteile gegen die Italiener aussprechen. Aber trotzdem, er sieht halt so aus. Ja gut, also wir müssen hier jetzt Basketball spielen. Das können wir ja einfach werfen, ne? Aber wer ist jetzt der Schummler, bitte? Der Schummler kann keine. B drücken, um goldene Bälle zu erhalten. Ja, das wird sich dann selbst zeigen. Warum sollte ich sie aktivieren? Jetzt muss ich dieses Zeug da aktivieren, hast du gesehen? Oh mein Gott, wieso? Oh Mann! Keine Ahnung, ich habe das immer aus, wenn mich das nervt. Ja. Jetzt ist man hier gezwungen, das anzumachen. Ich glaube, ich spinne. Aha. Okay. Okay. Wer ist der Schummler? Oh, wer ist das? Aber man sieht es doch auch, oder? Ich meine, wenn jetzt hier einer einen goldenen Ball hat. Ja, aber wenn er absichtlich nichts macht. Ja, gut. Ich habe noch keinen Punkt. Ich habe auch noch keinen Punkt. Nein, ihr habt meinen goldenen weggehauen. Ja, süß. Shit. Crap. Geh halt dann rein. Ich bin voll schlecht. Ja, ich auch. Hallo, boah, Scheiße. Schau mal an, wie schlecht ich bin. Oh mein Gott. Ja gut, aber... Achso. Ich wollte gerade fragen, was bringt das Minispiel überhaupt jetzt eigentlich? Man kriegt da Punkte und ja. Wer ist der Schummler gewesen? Schnapp den Schummler. Muss man sich jetzt entscheiden, oder was? Ja. Okay. Schön. Ja, wer ist der Schummler? Ich würde sagen, der Playerboy. Ja. Ich sag mal, aber sie. Der Schummler ist? Nur weil sie mehr Punkte hat, oder was? Oh, wie böse sie schaut. Der Playerboy. Okay, dann kriege ich jetzt 20 Punkte. Ach, von ihm sogar. Geil. Mhm. Wieso musst du ihm jetzt 10 Punkte, minus 20 10 geben? Stimmt. Weil du falsch geraten hast anscheinend. Alle anderen wussten es, nur du nicht. Kampf. Oh, der Schummler das kann Spiel. B drücken, um ein passendes Schild hochzuholen. Oh, ist ja geil. Okay. Verrate dich nicht. Ist sie der Schummler oder bin ich es? Oder ist das wieder der... Oder ist es jemand ganz anderes? Ein 5. Spieler, der gar nicht dran teilnimmt? Idiot. Wer das wohl sein mag. Wieso? Ich hab doch gedrückt. Shit. Gehen ja mal voll ab. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ja schon da. Was?
Nein! Doch. Nein! Weil du so komisch tust irgendwie. Nein, wie tue ich denn? Ich bin unschuldig. Ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, du bist es. Ich werde dich auch nehmen. Was denkst du? Ich bin nicht der Schummler. Nein? Nein! Lügen bringt nichts. Der Computer wird es gleich aufklären. Ich bin aber nicht der Schummler. Nein! Natürlich, du lachst schon so. Du stellst mich falsch ein. Du bist es. Nicht! Siehst du? Oh, shit! Ich hab doch gesagt, dass ich nicht der Schummler bin. Mann, jetzt hat er 90 Punkte. Verdammt. Du glaubst mir. Letzte Runde, okay. Ich würde dich doch nicht belügen. Mhm. Klar. Liebling. Das Spiel wieder. Ja. Dann los. Ja, warte, was ist jetzt eigentlich, wenn man Schummler ist? Ja, die vibriert an dem perfekten Zeitpunkt. Nee, ich meine, der Bonus. Was ist das für ein Bonus? Keine Ahnung. Weil ich meine, da muss man ihn mal so einschätzen. Ja, drück. Ach so. Ja, gut. Das ist nicht so weit. Ich weiß nicht, was du da machst. Das ist nicht so weit. Oh. Oder doch? Aua. Nee. Oh. Achso, wenn man drüber ist, hat man sogar verkackt. Wow. Ich wusste jetzt nicht. Die haben ja voll abgezogen, die Opfer. Dann bist du der Schummler. Wieso, nur ich der Beste bin, oder was? Ja. Ich bin's doch. Du bist es. Wieso denn? Ja, darum. Weil du es ganz exakt berechnet hast. Das ist doch kein Zufall. Was laberst du? Nur weil, da hätte ich ja vorhin auch schon nehmen können. Du bist es. Ja. Ich sag doch. Das ist nämlich exakt. Das ist kein Zufall. Ja, komm. Ich wusste nicht, was der Bonus ist. Ich hab's nicht gelesen, ey. Ich hätte vorher mich informieren müssen. Hätte ich es nicht so genau gemacht. Damit nicht so auffällt. Du bist ja schon, ne? Scheißegal. Yeah. Oh Mann. Ja, trotzdem. Soll ich verschissen, ne? Naja. Ja, und der Playerboy hat gewonnen. Okay, gut. Eigentlich ist das lustig. Ja, eigentlich schon. Sollen wir noch die 5 Runden machen? Ja. Ja, warum nicht? Eigentlich ist ganz lustig. Ging ja ganz schnell. Man muss sich nur, wenn man das Schummel ist, ein bisschen blöder stellen, damit es halt nicht so auffällt. Ja, trotzdem habe ich es ganz genau erkannt. Das war ganz offensichtlich. Das ja, war natürlich war das offensichtlich. Berechnet. Ich habe ja nicht gelesen, was der Bonus von dem Schummler ist. Man muss A drücken, mal B, um dann irgendwelche Boni zu bekommen. Aber hier war das so, an der richtigen Stelle hat es vibriert. Und ja, ich wusste halt, wo ich mich hinstellen musste. Das habe ich dir doch gesagt. So, ja. Deswegen habe ich zuerst mal alles abgekrast, um zu schauen, ob ich der Schummler bin. Ja gut, okay. Der Schummler bewegt sich automatisch und kann nicht hinunterstürzen. Okay. Ich kann er zwei gedrückt halten, warte. Jetzt habe ich nicht fertig gelesen. Scheißegal. Wenn du nicht der Schummler bist, dann musst du sowieso... Ja, das weiß ich doch selbst nicht, ob ich der Schummler bin. Dann probier's aus. 3, 2, 1, los! Was war denn so? Hm? Boah, bist du hart. Crap! Mensch! Warum bin ich jetzt Zweiter? Wir sind beide exakt gleich weit. Ja, und? Betrug. Ah ja, Spiel, bitte erklär mir das. Einfach so, weil ich... Bist du das schon? Schwarz bin. Pff. Ja, komm, dann hätte ich ja gewonnen, oder? Der mich betrogen. Du bist ja schon da. Nein, ich bin nicht der Schummler. Nein, du bist nicht der Schummler. Ich weiß, du bist es nicht. Das ist einer von denen. Aber also warum waren die dann so schlecht? Ja, wer ist es denn? Ja, wobei... Ja, aber es ist un... Ach, egal. Ha, ich bin's doch. Echt? Nein. Nee, weil ich weiß ja, dass du so gut bist. Also, du warst es auch nicht. Das habe ich bei dir gesehen. Sie war es tatsächlich. Geil. Yeah.
Ich bin einfach ein Naturtalent in dem Spiel. Mhm. Schauen wir mal nach der 5. Runde. Kampf! Vogelschnappschuss. Die Wiefenwerbler des Schunglers wird vibrieren, kurz bevor sich die höchstmögliche Anzahl an Vögeln. Ja. Ach so, okay. Ach, das ist das mit den Vögeln. Ja. Oh mein Gott, okay. Dann los. Los geht's. Wer ist der Schungler? Scheiße! Du hast gar keinen bekommen. Oh mein Gott! Crap. Gar nichts habe ich, Alter. Ja, immerhin 10 Punkte für nix. Tja. Hm, wer ist der Schummler? Ja, du. Was? Nein. Doch. Nein! Doch. Nein. Ganz sicher. Du hast einfach eine falsche Einschätzung. Ich bin ja nicht. Ich bin nicht der Schummler. Das kann doch nicht sein. Es ist aber so. Du lügst. Nein! Ja, wieso sollte ich mir jetzt selbst schaden? Scheiße, Scheiße, jetzt nicht. Ja, ich hab's dir doch gesagt. Ah, crap, Mann. Immer nie. Das ist die Strafe. Ja, du hattest es so perfekt und davor hast du auch so komisch geschaut wieder. Ja, war's komisch geschaut. Das ist endkacke. Oh, der Schummler kann durch Drücken von B sprinten. Oh ja. Und wie geht es sonst? So, hä, schütteln oder was? Ja. Ja, schütteln, um zu reiten. Ja, okay, gut. Ich will jetzt auch mal der Schummler sein, Mensch. Alle waren's, nur ich nicht. Nimm mal das Zebra, obwohl das Rambi ja ganz geil ist. Ja, jetzt nehme ich das mal. Ich weiß eh nicht, wer da jetzt am besten ist. Ich habe auch gar nicht die Stats jetzt gesehen von meinem Vieh. Komm, lauf! Gut so. Komm schon, komm schon. Nein, komm schon, du schaffst es noch ins Ziel, ohne dass du dich überholt, ja. Verdammt. Ich denke jedes Mal, du bist ja schon da. Ja, aber ist es denn diesmal? Hm? Ich meine, wie hast du es so gut ins Ziel geschafft? Ja, das ist ein Geheimnis. Ich werde wieder dich nehmen. Ja, was hast du gegen mich, Mensch? Nein, das ist nicht. Das ist voll die Abneigung. Ja, okay, ich nehme sie. Ich nehme auch sie. Ich bin's echt nicht. Also, sie war auch ganz gut. Der andere hat voll abgelöst. Ja, der andere ist es nicht. Der war der Schlechteste. Ja. Ich hab noch zwischen dir auch gedacht, aber... Nee. Was? Ey, willst du mich verarschen? Okay, ich hab's aber gar nicht gemerkt, dass ich das bin. Ach, bist du doof. Mann. Ja, ich hab aber nie B gedrückt. Ich hab von alleine gewonnen. Ja, echt? Ich muss es nicht mehr drücken. Der Schummler kann B drücken, um zu vermeiden, dass sein Pferd ihn abwirft. Was muss man nochmal machen? Ja, einfach. Ach so, das wird dir angezeigt. Ja, dann los. Aber ich wusste es selbst echt nicht. Mhm. Ich hab normal gewonnen. Ernst meinst? Ich hab's total verschissen, ey. Scheißdreck! Oh Gott. Oh Gott, das ist schwer. Nein! Ich wollte eh ihn nehmen. Mit Massimo. Verdammt! Massimo! Bam, bam, bam. Oder nochmal du? Nee. Dann ist dich ein bisschen besser angestellt. Ich war so schlecht. Will aus. Kann ich hier nicht gehen?
Was lachst du so blöd? Bist es doch wieder du? Warum hast du dich denn so dumm gestellt? Wie ist es so dumm gestellt? Ja, mein Gott, ich will dir doch nicht... Nein, das war ich nicht. Crap. Irgendwie kann ich das Spiel gar nicht. Super. Ich sacke letzte da. Runde. Ich sacke da total. Mann. Hä? Äpfel oder Spinnen, die wie Fernbedienung des Schummlers wird vibrieren, wenn er vor einer Kiste steht, die Äpfel enthält. Je mehr Äpfel sich in der Kiste befinden, desto stärker wird die wie Fernbedienung vibrieren. Ja, man muss Kisten halt öffnen und darf wahrscheinlich keine Spinnen haben. Mit zwei wählt man das aus? Ja. Okay, gut. Ja, das ist ja einfach, man sieht ja alles. Nein, das war alles meins. Oh. Schlecht. Ach so, man darf nur drei Kisten öffnen. Oh, ach, das hab ich doch auch nicht gewusst, Alter. Ja, ich auch nicht. Mann. Ich wollte noch die da oben nehmen und dann check ich, man darf nur drei Kisten öffnen. Hätte ich auch nicht den Blöden mit dem Einser genommen, dann wäre ich jetzt Erster gewesen. Scheiße. Das stand aber auch nirgends in den Regeln, oder? Bist du der Schummler? Und wenn, dann habe ich es überlesen. Verdammter Mist. Diesmal ist es aber eher. Ich habe eh verkackt. Komm, nimm. Nein, ich denke aber trotzdem, dass sie das ist. Sie war es doch schon dreimal, oder? Ja und? Ich war es nie. Doch, das ist ja tatsächlich. Ja, das endet jetzt auch nicht mehr viel. Shit. Tja, naja, immerhin besser. Ich hab abgekackt. Wollen wir noch ein bisschen malen? Ja, aber immer. Wir malen noch ein bisschen was für euch. Aber wir können schon mal über die Bewertung des Spiels so reden. Das war ganz Spiels. Gut, ja. Wie viele Punkte würdest du denn Reparty U geben? Was hat dir gefallen, was hat dir überhaupt nicht gefallen? Ja, was mir gefallen hat, ist, dass halt viel mehr Modis da waren vom Vorgänger. Viele verschiedene Möglichkeiten. Die Minispiele fand ich auch ganz gut und auch abwechslungsreich. Ja, was mir nicht gefallen hat, das war bei dieser TV-Party noch mit diesem Brückensprinter, dass das ein bisschen einfallslos war. Und dass halt da sehr viele Spiele immer noch zu arg auf Glück getrimmt sind. Dass es teilweise egal ist, wie gut man sich in den Minispielen anstellt und man dennoch alles gewinnen kann. Ja, so in etwa sehe ich das auch. Also es gab wieder gute Minispiele, die meisten sogar sehr gut, aber naja. Es ist aber ein bisschen besser als beim Vorgänger, weil ein wenig mehr der Skill entscheidet, aber leider noch nicht in allen Modi. Viele wurden auch übernommen, nur anders konzipiert, wie zum Beispiel das mit dem Fußballfeld, ist auch lächerlich. Ja. Aber man hat viel, viel mehr neue entwickelt und das ist auch ganz gut. Es bietet schon verschiedenen Spaß auch für viele Spieler, also bis zu vier. Somit auf jeden Fall kaufen, allein schon wegen der Vielfernbedienung. Mega krasses, geiles Spiel ist es jetzt nicht, aber auch nicht schlecht. Ich würde 7 von 10 geben, weil Wii Party hat 6,5 bekommen und ein bisschen besser als Wii Party. Ja, ich von den Modi 7. aus her schon. 7 ist eine ganz gute Zahl. Gut, dann mache ich mich jetzt noch ein bisschen lächerlich mit dem Zeichnen. Was? Eine Planierraupe? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Mal ein Raupi hin. Oh, crap. Das ist so schrecklich. Warte. Aber was mir gefehlt hat, war so ein Modus, wie das mit der Bombe abgeben, wo man diese verschiedenen Begriffe sagt, sowas ähnliches. Das fand ich beim letzten Spiel auch sehr cool. Vier, drei, zwei, eins und vorbei die Zeit. Also das zweite ist mir gelungen. Okay. Jetzt bist du dran. In Anführungsstrichen gelungen, finde ich. Es ist aber trotzdem kacke. Hoffentlich darfst du die Planierraupe zeichnen. Da bin ich mal gespannt, was du da machst. Keine Ahnung, ich mal jetzt mal. Ja, sie darf die Planierraupe malen, geil. Ja? Ja, du machst einen Raupi hin, oder?
Ja, keine Ahnung, was eine Plante hier drauf ist. Das sieht aber eher aus wie ein Hornliu. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Raupen im Kopf gehabt. So, ja, Freunde. Ich will mal deins anschauen, ja, ja, wie deins aussieht, ja, anstatt über meins zu lästern. Es ist Zeit zu lachen. Moment, wir müssen erst wieder irgendwas auswählen. Drück einfach A, ist egal. Wir wollen die Zeichnungen sehen. Das ist meine Raupe. Was? Die ist gar nicht so schlecht, oder? Die Raupe ist gar nicht so schlecht. Wo ist denn der Kopf? Da vorne, wo der Punkt ist. Ganz links. Und was ist das links? Und das ganz links, das soll ein Kokon sein. Und da oben war ich gerade dabei, einen Schmetterling zu zeichnen. Aber dann ist die Zeit ausgegangen. Das sollte ein Kokon sein. Ja, genau. Ja. Der ist aufgebrochen, der Kokon, der Schmetterling. Das ist mein Mähdrescher. Das, geil, oder? Das ist Mähdrescher? Mhm. Der ist saugut, oder? Was? Das Raupi oder Hornliu von dir ist jetzt. Das sieht eher aus wie so ein Bollerwagen. Also da waren jetzt wirklich alle schlecht eigentlich. Ja, wieso? Mein Raupi sieht auch ein bisschen nach Raupi aus. Ganz wenig nur. Ups, das wollte ich gar nicht aus. Ist auch wurscht. Es geht ja nicht um die Punkte, es geht um das Lachen der schrecklichen Zeichnungen. Und meine nächste Aufgabe kommt gleich. Es ist. Hoffentlich kommen keine doppelten Zeichnungen. Ja. Was wir schon im letzten Part hatten, das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber dann versuche ich mich einfach nochmal dran. Zweite Runde! Wieder Knoblauch oder diese Zwiebel. Oder der Polizist, der war geil. Eine Planierraupe, noch nie gehört. Ja, ich glaub, also jetzt darf ich. Jetzt googeln wir das danach. Okay. Keine Ahnung, Alter. Ja, welche Ähnlichkeit hat eine Raupe und ein Mähdrescher? Irgendwas passt da nicht. Was willst du da machen, ey? Das ist ja mega scheiße. Neuer Versuch. Toll. Fertig. Was? Okay. Die Runde ist scheiße irgendwie. Wieso? Werdet ihr gleich ist sehen. Ist schwer? Nee. Kandidat Depp. Aber ja. Hier. Okay. Wie primitiv ist das denn? Schauen wir da. Das ist total einfallslos. Also diese Runde ist kacke. Ist auch nicht lustig, weil das habe ich gekonnt. Wahnsinn. Wow, aber darauf muss man nicht stolz sein, dass man das zeichnen kann. Ja. Also schaut mal. Das ist jetzt echt blöd. Wieso haben die nichts Schweres gemacht? Die sollen selbst erraten. Das hier soll eine Kartoffel sein. Ich habe halt mehrere gemacht. Weil, was ist das? Was weiß ich? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Das ist ein Stein. Und das auch. Also wirklich nicht schwer und ziemlich naja, doof, die Runde. Die Kartoffeln wachsen aber unterhalb der Erde. Ja, die anderen, die waren schon rausgeholt. Nur der Bauer hat sie noch nicht geholt. Und die schweben in der Luft. Nein, sie sind auf der Erde drauf. Ach so, okay. Wähl was aus. Hoffentlich kommt jetzt eine bessere Runde, weil das war ja echt ein Witz. Stein und Kartoffel. Stein. Echt dämlich. So, gut. Hätten aber auch Eier sein können, meine Kartoffeln. Trotzdem, egal. Stimmt, die hätten es so machen müssen. Ei und Stein, das wäre noch besser gewesen. Letzte Herausforderung. Ja, mal schauen, was jetzt kommt so. Letzte Herausforderung. Oh mein Gott. Fang an zu zeichnen. Ja, super. Schon wieder so ein Scheiß. Ja? Ja. Bin ich mal gespannt. Genau, das will ich zeichnen. Das ist so geil! Mond. Ich hab's aber noch geiler gemacht, warte. Jetzt mal schauen. Das ist jetzt irgendwie die Opferrunde für absolute Nullnummern. Das ist wie für dich so. Na, was ist denn? Total kacke! Hier, jetzt bist du noch dran. Ist alles so einfach und lame. Aber bei der ersten Zeichnung habe ich es lustig gemacht. Was? Ah, sie darf mein erstes nachzeichnen. Das ist mein Scheiß.
Ja, das ist geil. Das ist auch geil bei mir, oder? Ja. Also wir mussten einmal einen Zahnstocher machen und einmal eine Füllfeder. Das hier ist mein Zahnstocher. Graf Dracula. Oder Menderes Baci. Das ist meine Füllfeder und das ist ihr Zahnstocher. Ja, okay. Ja, das ist nur okay. Das erste war richtig lustig, der Rest war zu einfach. Aber trotzdem danke fürs Zusehen, das war Let's Play Wii Party U. Wir sehen uns beim nächsten Partyspiel, das ist Mario und Sonic. Bei den Olympischen Spielen in Sochi 2014. Ja. Bis denn, ey.